Guten Abend und buona sera. Passend zum Sommer und zu den Ferien der Akademie für Lyrikkritik, passend auch zum vorläufigen Abschluss der europäischen Perspektiven der Lyrikkritik, steht heute das Land Italien, die Dichtung Italiens im Fokus. Dieses Land ist das seit der Renaissance, aber auch in der Moderne, die Dichtung Europas maßgeblich geprägt hat. Wenn der zeitgenössische Dichter und Lyrikkritiker Paolo Febraro in einem Essay behauptet, dass im gegenwärtigen Italien die Poesie einen schweren Stand habe, so mag man das angesichts einer hohen Produktivität und einer die Poesie wertschätzenden Schulbildung in diesem Land der Künste kaum glauben. Doch auch dort hat sich, wie uns der Lyrikkritiker Roberto Galaverni in einem lebhaften Workshop vermittelt hat, wie in anderen europäischen Ländern die Situation der Lyrik in den letzten 20 bis 30 Jahren grundlegend geändert. Vor allem durch die Digitalisierung und ihre Vervielfältigung von Autorinnenschaft im Netz sowie durch gesellschaftliche Emanzipationskämpfe und Transformationen. So sind etwa, anders als noch Anfang der 90er Jahre, sowohl in der Poesie als auch in ihrer Kritik viele Frauen tätig. Schreibhaltung und Weisen sind pluraler geworden, wie auch die Lyrikkritik in den Leitmedien zwar weniger Autorität genießt, zugleich aber von vielen weiteren Stimmen im digitalen Raum ergänzt wird. Ergänzt wird sie auch heute durch die im deutschsprachigen Raum tätigen TeilnehmerInnen der Akademie für Lyrikkritik. Seit Januar haben sie zusammen studiert, ausgiebig diskutiert und sich gegenseitig angeregt. Das gelang trotz Beschränkungen auf Interaktion im digitalen Raum für mich verblüffend gut. Gemeinsam haben sie das Format der Lecture Performances im Video entwickelt. Diese Form der performativen Kritik spricht Auge und Ohr zugleich an. Sie verbindet gelesene Texte mit Schriftbild, die Stimme und den Körper des Lyrikkritikers oder Lyrikkritikerin mit selbst aufgenommenem, bearbeitetem und montiertem Bildmaterial. Dadurch gelingt es, analytische und urteilende Kritik mit einer künstlerischen Reaktion auf die besprochenen Texte zu verknüpfen. Dichtung wird reflexiv kommentiert, indem sie poetischen Anschluss findet. Nicht nur Polemik und Übertreibung, auch das Absurde und der Unfug finden hier Platz. Es ist mir daher eine Freude, euch und Ihnen zum Abschluss des ersten Halbjahres 2021 die TeilnehmerInnen der Akademie für Lyrikkritik kurz vorzustellen. Alexander Estes wurde in Moskau geboren. Nach dem Abschluss seines Studiums war er Dozent für deutsche Literatur an verschiedenen Universitäten. Seit 2016 lebt er nun als freier Schriftsteller in der Schweiz. Zuletzt erschien 2021 das Handwörterbuch der russischen Seele bei der Kölner Parasitenpresse. Seine Texte wurden außerdem in Zeitungen und Zeitschriften publiziert, etwa Sinn und Form und der Frankfurter Rundschau. Alexander Estes wurde mehrfach ausgezeichnet und derzeit ist er Stadtschreiber in Köln. Heute spricht er unter anderem über den Essay von Paolo Febraro und stellt den Club der Quotendichter vor. Erik Schumacher wurde in Deutschland geboren und lebt und arbeitet in Berlin als Autor, Veranstalter, Herausgeber und Aktivist der freien Szene. Als Mitgründer und Vorstandsmitglied von Cook e.V. organisiert er die Lesereihe Cook Read und hat an zahlreichen Veranstaltungen, Projekten und Festivals mitgewirkt, etwa als Kurator des deutsch-georgischen Literaturfestivals Berlinisi. Erik war und ist im Vorstand mehrerer Zusammenschlüsse, etwa des Netzwerks der Freien Literaturszene Berlin oder des Bündnisses Freie Szene Berlin e.V. Seine Texte und Werke sind in zahlreichen Zeitschriften und Anthologien erschienen und seit September 2020 gibt er eine Reihe mit 24 Chapbooks von sich heraus. Er ist verheiratet mit der Dichterin Carla Reimert und Vater von zwei Kindern, die unter anderem als SprecherInnen in Videolyrikkritiken hier zu hören gewesen sind. Lille Tiefenbacher wurde in Deutschland geboren, schreibt Lyrik und Kurzprosa und übersetzt unter anderem aus dem Chinesischen und Französischen. Nach Auslandsaufenthalten in Frankreich und China studiert sie Komparatistik und Sinologie in Berlin und wird ab Herbst 2021 literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig studieren. Lilith ist Teilnehmerin der Open Poems am Haus für Poesie. Ihr Poesiefilm Kurzes ABC im Schnee von gestern wurde im letzten Jahr auf dem Zebra Poesiefilmfestival gezeigt. Ihre Texte sind in den Budenblättern, auf dem Poesiefestival Berlin und im Narr veröffentlicht. Heute spricht Lilith Tiefenbacher über Gedichte von Carmen Gallo aus der bei Wunderhorn erschienenen Anthologie Maulposaune.
Marielle Mathé wurde in den Niederlanden geboren. Nach ihrem Jurastudium spezialisierte sie sich auf internationales Umweltrecht an der Universität Paris 1 Sorbonne und promovierte am TMC Asser-Institut in Den Haag. Nachdem sie im niederländischen Landwirtschaftsministerium und bei verschiedenen Hilfsorganisationen gearbeitet hatte, beschloss sie sich auf die Geschichten der Betroffenen zu konzentrieren und englische Literatur zu studieren. Sie lehrt heute an der Universität Leiden und forscht im Bereich Recht und Literatur mit dem Schwerpunkt Ökopoesie. Poesie zu schreiben ist für sie eine Methode der Forschung. Heute spricht Marielle auf Englisch über Tiziano Fratos Il Tessitore di Foreste, der Weber der Wälder, erschienen in den Edizioni del Eremo. Martin Pieka wurde in Deutschland geboren und hat an der Goethe-Universität Frankfurt am Main Philosophie und Geschichte auf Lehramt studiert. Er lebt und arbeitet von Frankfurt aus. Sein erster Gedichtband Bastard Echo erschien 2014 im Verlagshaus Berlin. 2016 kam dort gemeinsam mit Jan Kuhlbrot Überschreibungen heraus. Sein zweiter Gedichtband Amok Pervers wurde ebenfalls im Verlagshaus publiziert. Er arbeitet an seinem dritten Gedichtband, Life, Stream and Schizophrenia, ein Spazier, sowie an seinem Romanprojekt Vom Fällen eines Stammbaums. Er hat mehrere Auszeichnungen erhalten, war etwa 2012 Lyrikpreisträger beim 20. Open Mic und World Lyric Wrestling Champion. 2018 erhielt er den Jurypreis des Irsee Pegasus und den Alfred-Gruber-Preis in Meran. Heute spricht Martin über zwei Gedichte von Patrizia Cavalli und Valerio Magrelli und leitet die Ferien der Lyrik ein. Mai Mergenthaler wurde in Deutschland geboren und studierte deutsche Literatur, Philosophie und Journalismus unter anderem in Hamburg, Berlin und an der Johns Hopkins University in Baltimore. Nach ihrer Promotion an der Princeton University unterrichtete sie an Colleges und Universitäten in Bonn, Ithaca, New York und ist seit längerem Professorin für deutsche Literatur an der Ohio State University in Columbus. 2012 erschien ihr Buch Zwischen Eros und Mitteilung, die Frühromantik im Symposium der Athenäumsfragmente. Zudem ist sie Herausgeberin und Übersetzerin und hat mehrere Aufsätze und Kritiken veröffentlicht. Mai Mergenthaler erhielt viele Auszeichnungen, zuletzt ein Stipendium der Alexander von Humboldt Stiftung. Aktuell arbeitet sie zur Entstehung der Naturlyrik im 18. Jahrhundert mit dem Titel Licht und Gedicht. Und heute spricht sie über Roberta da Punz im Folio Verlag erschienenen Band Nauz. Noha Abdelrasoul wurde in Alexandria in Ägypten geboren, wo sie eine deutsche Auslandsschule besuchte und anschließend Wirtschaftswissenschaften studierte. Bis 2015 arbeitete sie am Goethe-Institut in Alexandria als Lehrerin und als Programmassistentin. Seit 2017 lebt sie in Saarbrücken mit ihrem Mann und ihrer Tochter und studiert dort europäische Literaturen und Medien an der Universität des Saarlandes. Sie schreibt Lyrik und freiberuflich Lyrik- und Filmrezensionen sowohl als auf Arabisch als auch Deutsch. Heute spricht sie über Gedichte von Cesare Pavese, Yari Bernasconi, Fabiano Alborghetti, Massimo Gezzi und Milo De Angelis. Regina Menke wurde in Deutschland geboren und studierte Philosophie mit dem Nebenfach Literatur und ästhetische Kommunikation in Hildesheim und im polnischen Poznan. Sie war 2019 Stipendiatin der Stiftung Niedersachsen für das Literaturlabor Wolfenbüttel und nahm 2021 an der Textwerkstatt Open Poems des Hauses für Poesie teil. Seit Mitte 2020 ist sie Mitherausgeberin der Literaturzeitschrift Bella Triest. Ricarda Veit wurde in Deutschland geboren und studierte Slawistik, Literatur und Musikwissenschaft in Berlin und Breslau. Wrocław. Aktuell promoviert sie zu polnischer Gegenwärtsliteratur, ist Redakteurin beim deutsch-polnischen Online-Magazin Dialogforum, freie Übersetzerin und Autorin. Ihre Literatur- und Filmkritiken wurden unter anderem in der Berliner Zeitung, in der City und auf dem Blog Read Ost veröffentlicht. Sie schreibt Lyrik und lebt in Berlin. Heute spricht Ricarda über einen Essay von Paolo Febraro und über Beispiele für Poesie im digitalen Raum. Und last but not least, Shafak Saricicek wurde in Istanbul geboren und hat in Heidelberg Biowissenschaft sowie dort und in Kopenhagen Jura studiert. Momentan arbeitet er als wissenschaftliche Hilfskraft an der Juristischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg. Er ist Gründer des Literaturkollektivs Echolot.
Von ihm liegen bereits mehrere Lyrikpublikationen vor. Gerade jetzt im Juni ist Im Sandmoor ein Android im Quintus Verlag erschienen. Schaffack wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Heidelberger AutorInnenpreis 2021. Heute spricht er über Gedichte von Gabriele D'Annunzio, Roberta da Punt und Milo De Angelis. Und nun hört und hören Sie die LyrikkritikerInnen mit ihren Lecture-Performances, ihrer Seriosità und Leggerezza. Viel Vergnügen. Ich öffne alle Tabs gleichzeitig und sage Lyrik dazu, heißt es in einer Zeile von Carla Zerdas Gedichtband Loops, in dem die digital allgegenwärtige Verfügbarkeit von Wissen, Informationen, von Bildern und sowieso von der ganzen Welt zum Ausgangspunkt einer kreativen Auseinandersetzung wird. Irre komponiert, schwärmt Uliana Wolf in ihrer Begründung für die Auswahl des Bandes in die Lyrikempfehlung 2021. So Positives ist selten zu hören, wenn es um den Einfluss des Digitalen auf Schreib- und Rezeptionsprozesse geht. Die sozialen Medien werden zunehmend häufiger mit einer Arena im Kampf um Aufmerksamkeit und Anerkennung verglichen, und von einer gehörigen Portion Kulturpessimismus zeugt auch ein Essay des italienischen Dichters Paolo Febbraro, in dem er die Folgen der Digitalisierung für unsere Rezeptionsfähigkeit von Lyrik beklagt. Vielleicht ist unser Geist nicht mehr an die Lyrik angepasst. In der Welt der globalen Augenblicklichkeit und bei der ununterbrochenen Verbindung mit der unversiegbaren Brust des Internets werden unsere Gedanken nicht beständig integriert, sondern umso schneller ersetzt. Demnach sei der zeitgenössische Verstand bestimmt von der Zickzack-Verflechtung abertausender Klang-, Bild- und Sinneseindrücke und stehe einem beträchtlichen Verführungspotenzial gegenüber. Die Folgen all dessen seien dramatisch, denn sie würden das Ende der Lyrik bedeuten, die eine gewisse Enthaltsamkeit voraussetze. Die Lyrik verstanden als Abtastung des Geistes kommt dem konkreten Vermögen unseres Geistes abhanden. So das tragische Fazit. Auch wenn ich einem gewissen Teil dieses Pessimismus durchaus folgen kann, missfällt mir der Gestus, der sich in keinerlei Weise auf eine offene oder sogar tiefere Auseinandersetzung mit dem einlassen möchte, was im Spannungsfeld von Lyrik und dem Digitalen passiert, was dort entsteht und wie es aufgenommen wird. Ich frage mich, hätte nicht gerade Lyrik die Fähigkeit, das sich durch die Netze scrollende Individuum mit ihrer Form und sprachlichen Verdichtung einzufangen, den Blick zu verheddern, die Informationsstapel des Geistes einen Moment lang umzuwerfen, ihn zu fordern, das Gelesene und Aufgenommene neu, kritisch in Bezug zu sich und der Welt zu sortieren, vielleicht sogar etwas daraus zu schaffen. Ich wage einen kleinen, wirklich nur ausschnitthaften Blick in das Meer von Lyrik, das im Netz zu finden ist. Da gibt es einerseits Ausschnitte von Gedichten, die nicht spezifisch zum Beispiel für Instagram oder Facebook geschrieben wurden, sondern die über Social Media einfach verbreitet werden. Auf Instagram findet sich Micropoetry, also sehr kurze Gedichte, manchmal auch Haikus, aber vor allem scheinbar eher Ausschnitte von Gedichten. So entsteht der Eindruck, dass Gedichte hier auf eine Kernaussage reduziert sein würden. Aufbau, Hinleitung, Entwicklung und Atmosphäre werden hierbei irgendwie gekappt. Die eigene Ästhetik wird hier eher aus dem Zusammenspiel von Bild und Text erzeugt. Auch wenn manche Insta-Kacheln dabei dann leider fast wie Kalenderspruch-Kitsch wirken. Andere Formen finden sich bei Twitter, wo sich die User aufgrund der vorgegebenen Zeichenzahl sowieso reduzieren müssen. Und hier ist noch etwas anderes zu entdecken. Bots, die zufällig entstandene Lyrik retweeten oder selbst erschaffen. So retweetet etwa der Bot Pentametron Tweets, die zufällig im Versmaß fünfhebiger Jampen verfasst sind. George Soros is a fascinating man, kommt dabei zum Beispiel heraus. Oder I absolutely love Alicia Keys. Wunderbar, das Profane wird durch das Retweeten als Lyrik ausgegeben. Ungefragt. Aber so funktioniert ja auch der Netzwerkgedanke. Andererseits braucht es für Lyrik noch etwas mehr als nur ein Metrum. Ein quasi kuratiertes Lyrikportal ist Littersein,
Hier werden selbst Tweets als Lyrik abgeschickt oder die Lyrik anderer retweetet. Bisher wurde bereits ein Heft mit einer Auswahl der Gedichte veröffentlicht, samt Kommentaren und Reaktionen. Hier wird also auch das Spontane und Interaktive eines Gedichtes im Social-Media-Kontext erprobt. Der letzte Retweet zum Beispiel stammt von Alexandru Buluc. Das Versenden von Versenden. Ohne Auswahlmechanismen, wie es Zeitschriften, Herausgeber oder Verlage darstellen, lässt sich im Netz natürlich viel finden, was manchmal eher einem spontanen Gedanken oder Beobachtung nahe kommt und weniger einem formvollendeten Gedicht entspricht. Aber es macht Spaß, sich eben auch einmal genau ohne diese Vorsortiertheit durch einen Lyrikraum zu bewegen, der unermesslich scheint, dessen Begrenzung eher durch das Medium bestimmt ist oder wiederum durch neue, andere Anerkennungsmechanismen eben dieser Medien. Wie man selber Gedicht bewertet oder welche man für lesenswert erachtet oder nicht, kann man zum Beispiel auf einer Seite testen. falschegefühle.de. Da hat Lukas Diestel eine Art Gedicht-Tinder programmiert. Alle 5 Minuten spuckt ein Generator ein Gedicht auf, das auf Lukas aktuellem Blutzuckerwert basiert. Als Seitenbesucherin kann man sich ein zufälliges Gedicht ausspucken lassen, das auf jeden Fall noch nie jemand vorher gelesen hat. Man selbst muss entscheiden, ob es lesenswert ist und somit in die Galerie aufgenommen wird oder ob es für immer verworfen wird. Vielleicht ist das alles verspielt und vielleicht sind das nur Experimente, die nicht wirklich Kunst zu nennen sind. Aber vielleicht ja auch doch. Und geht es nicht vielmehr darum, ein kritisches und offenes Bewusstsein dafür zu schaffen, wie man diese Frage beantwortet? Von avantgardistischeren Formen wie Hypertext Poetry war hier nicht einmal zu sprechen. Aber ich meine doch, dass der digitale Raum nicht nur mit Pessimismus angesehen werden sollte, sondern als Gegebenheit, die Kunst, so wie sie es immer getan hat, sowieso für sich erobert. Poesie nimmt Wirklichkeit in sich auf, durchdringt, reflektiert oder transzendiert sie und spielt eine neu gewordene oder gewonnene Facette dieser Wirklichkeit zurück. Poesie hat sowieso einen Platz in der digitalen Welt eingenommen. Hierin nichts anderes als einen Verlust des Alten zu erkennen, wird den vielfältigen Möglichkeiten und kreativen Experimenten nicht gerecht. Laut dem Einwand von Lautz, zu Deutsch Futtertrug, das Gedicht über das Schlachten eines Schweins enthält, begleitet von Bildern des toten Tieres und einem Essay über Sprache und Poetik, ist die Verfasserin Roberta da Punt eine der authentischsten Lyrikerinnen Italiens. Dieses Lob der Authentizität bestätigt die einzige im Netz auffindbare Rezension von Lautz, die Birgit Veit 2017 für die NZZ verfasst hat. Veit lobt die stoische Nüchternheit, mit der da Punt die Sterblichkeit thematisiere, die schonungslose Beobachtung der Todesangst des Tieres. Ähnlich erklärt Daniela Stregel in der Begründung ihrer Nominierung von Nautz für die Lyrik-Empfehlungsliste 2012 der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und des Lyrikkabinetts, da Punts Gedichte rund um die Schlachtung eines Schweins beeindruckten durch ihre schlichte Beschreibungskunst, den Verzicht auf symbolische Aufladung, Bauernhofnostalgie und Tierethikroutine. In ihrer Rede an die Sprache mit dem Untertitel »Eine einfache Rede«, die an die Schlacht- und Bauernhofgedichte anschließt, verkündet da Punt die Eindrücke der Kritikerin Veit und Striegel bestätigend eine Poetik der Authentizität, die sie mit einer europaweit ähnlich geäußerten Kritik an der Poesievergessenheit der Gesellschaft und der verkopften Gegenwartslyrik verbindet. Heute Dichter zu sein, ist nicht anders als früher Dichter gewesen zu sein. Nur der Leser oder vielmehr der Zuhörer hat sich geändert, weil die Gesellschaft sich verändert hat. Aufgabe des Dichters ist es, die Dinge so zu sagen, wie sie sind, wenn sie gelebt sind, wenn sie von Herz und Geist durchdrungen sind. Und der Punt schreibt weiter, ich glaube nicht an eine Dichtung, die sich ausschließlich an einem intellektuellen Diskurs orientiert und nur dem hohen Ton verpflichtet ist. Im Gegenteil,
Ich glaube an ihr Hinabsteigen, an ihren Abstieg zur Quelle hin, zum Urgrund, bis zur Substanz des Menschlichen. Denn die Poesie nehmen wir in der Einfachheit der Dinge wahr. Verbunden wird diese Poetik der Einfachheit mit Versuchen einer Sakralisierung des Alltäglichen. Am deutlichsten wird dies in der Parallelisierung des geschlachteten, am Haken aufgehängten Schweins und Jesus am Kreuz. Einfach ist schließlich auch die Zelebrierung des Ladinischen, in der die von deutschen Übersetzungen von Alma Valazza ergänzten Gedichte verfasst sind. Eigentlich ist das meine erste und meine beste Sprache. Spricht sie doch ohne Akzent und Klang, bedarf auch keiner Alphabete, sondern drückt sich als mein individuelles Gewissen aus, durch meine Anwesenheit wie auch durch meine Abwesenheit. Zwar verfasst der Punt Juweliere ihre Lyrik im Allgemeinen im Italienischen, innerhalb einer jahrhundertealten Schrifttradition. Doch nennt sie die Sprache nur ein gutes Gerüst für das, was ich erzählen und beschreiben will. Mit den gegenwärtigen Diskussionen um Dekolonisierung und Hybridität im Sinn, die Heimat- und Ursprungsbegriffe als potenziell gewaltsame Mythen kritisieren, klingt dieses Programm zumindest fragwürdig. Doch was sagen die Gedichte dazu? Ist die Sprache der Gedichte anders, weniger einfach und vielleicht vereinfachend als das Sprechen über Sprache von Verfasserin, Verlag und Kritik? Auf der ersten Seite von Nautz sehen wir den Druck einer schwer lesbaren handschriftlichen Fassung des Gedichts »Ladinisches Gedicht«, das etwas später zweisprachig abgedruckt ist. Daneben ist ein Schwarz-Weiß-Foto vom Kopf eines geschlachteten Schweins. Das Schwein hält die Augen geschlossen und auf der Stirn ist ein blutiges Einschussloch zu erkennen. Eine Hand hält ein Messer, wie im Begriff, dem Schwein das Ohr abzuschneiden. Das auf der nächsten Seite folgende Gedicht erzählt von dem Schlachtvorgang im winterlichen Schnee. Ich will dir erzählen, wie die Langsamkeit an diesem Ort nach dampfenden Eingeweiden riecht. Während der Winter ungerührt weiter schneit, ist der Blick des Schweins, das am Boden zuckt, offen. Es weiß nicht, dass es sterben wird. Und doch versucht es verzweifelt, die Verwirrung loszuwerden. Es zappelt, bäumt sich auf, verharrt. Noch stellt es Fleisch und Benommenheit aus, dann hält es still, ergeben. Wir, die wir uns von außen nichts ansehen, haben innen ein klares Bewusstsein. Es erkennt die Augen, die dem Versteinern der Luft zusehen und die Resignation, die sich unterhalb der Wimpern ausbreitet, den Körper, der ausharrt in zäher Todesangst, überwältigt vom alles beschließenden Tod. Dessen grausamer Wall ist die Finsternis. So wohnen wir seinem Todeskampf bei, gedankenlos, aus Notwendigkeit und Absicht. Wir sind nicht mehr und nicht weniger. Wir passen uns an. Das ist die hiesige Wahrheit, die der Nase für wenige Minuten im Jahr den Geruch eines entlassenen Herzens gewährt. Üppig gedeckt ist unsere Tafel, wiederkäuen werden wir das unbestattete Tier. Das lyrische Ich, in dem der Punt laut eigener Aussage ihrem eigenen Ich Ausdruck verschaffen will, meint viel über das Schwein zu wissen und erfasst es in anthropomorphisierenden Beschreibungen. Das Schwein hält ergeben still, es resigniert. Das Ich behauptet zudem, das Schwein wisse nicht, dass es sterben müsse. Die Todesangst des Schweins ist auf den Körper beschränkt. Der Körper harrt aus in zäher Todesangst. Nur wir Menschen haben innen ein klares Bewusstsein. In der zweiten antithetischen Strophe aber heißt es, wir seien beim Anblick des sterbenden Schweins gedankenlos. Und wie die Kühe wiederkäuten wir das Tier, anstatt seine sterblichen Überreste zu begraben. Die Substanz des Menschen, so legt die zweite Strophe nahe, ist teilweise tierisch und das Tier hat etwas Menschliches. Das Schlachten und Verzehren des Schweins erscheint als eine Handlung, die zum Fühlen und Denken anregt, auch über die Ethik dieses Handelns. Der Punts ladinisches Gedicht relativiert auf ähnliche Weise den Authentizitätsanspruch der Verfasserin. Ladinisches Gedicht.
Wie schwer es mir fällt, dich zu schreiben. Schaut aus dem Fenster und sieht vor allem Wetter und Jahreszeit. Kein Gedanke an die eigenen Leute, kein Heimatdorf. Beim Fortgehen immer ein Stoßgebet zum Himmel. So gering ist das Vertrauen in meinen Glauben. Wurzeln lösen, Augen und Ohren entwurzeln, nicht bleiben und Hände und Füße auf saftigere Weiden treiben. Wortfelder düngen, Sichtweisen messen und dennoch der Blick wie durch ein Guckloch zurück. Der Punt wirft in ihrem auf Ladinisch verfassten Gedicht demselben Gedicht vor, auf bloß abstrahierende Weise Wetter und Jahreszeit, statt die Heimat und ihre Menschen zu erblicken. Das Gedicht sei vom Glauben abgefallen und strebe in die Ferne und nach Gewinn wie die moderne Landwirtschaft, die immer mehr mästet und düngt. In diesem einen ladinischen Gedicht beklagt Dabund wohl die mangelnde Authentizität ihrer gesamten Texte in Nauz. Der Ton der Gedichte ist nostalgisch. Die wahre Heimat, die Substanz des Menschen, die ursprüngliche Sprache des Ladinischen. Sie alle stecken hinter der Tür und sind nur durch ein Guckloch zu erspähen. Dabunds Gedichte sind ein Symptom der Gegenwartslyrik und Gegenwartsgesellschaft. Als Ausdruck eines Unbehagens sind sie aus diesem Grund nicht einfach nur rückwärts gewandt, sondern sie bereiten auch selbst Unbehagen und sind daher sogar lesenswert. Drei Gebete. Gabriele D'Annunzio, Roberta Dabund, Milo De Angelis. Blitze, Stürme, Gewitter, Sinnbilder der Erhabenheit. Die Nacht bricht ein und Licht zerreißt elektrisch die Stille. Naturgewalten und Homo sapiens mittendrin. Blitze als Gebete der Pantheisten, Gewitter als Faktum einer natürlichen Welt, deren Regeln wir zu unseren Gunsten auslegen, bis das Meer Schleim erbricht. Drei dichtende Beten, der eine glüht, die andere ernüchtert und der letzte treibt monologisch in den Vororten. 1. Das schwärmende Gebet D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio schwärmt. Er schwärmt mit Freikorps aus in das heutige Rijeka und deklariert die sogenannte Repubblica del Carnaro, theorisiert und praktiziert eine Art der Herrschaft, die unter Mussolini, der wesentlich von D'Annunzio inspiriert war, als Faschismus bekannt wird. In seinem Staat gibt es ein Klassensystem mit Poeten und sogenannten Supermenschen an der Spitze der Gesellschaft, mit einem Grundrecht auf Musik und den Korporationen aus den Kapitalisten und der Arbeiterschaft, gebündelt unter der Herrschaft eines Anführers, das heißt ihm. Er liebt Spektakel, er liebt den Exzess, Orgien, Kokain, lässt quasi auf Eigeninitiative Propagandablätter über das jeweilige Feindesland abwerfen, quält jeweilige Feinde mit Abführmittel und schlachtet sie. Gabriele D'Annunzio schwärmt. Seine gespaltene Person scheint eine Art Ruhepol zu seinen reellen Monstrositäten in der Dichtung zu erschaffen. Eine Art Ruhewelt, eine Art Gebet im antiken umfassenden Ton eines Hölderlins, romantisch wie ein Novalis. Ein verklärtes Land der strömenden lyrischen Bewegung, wo Perversion und Folter abwesend sind. Wo ist der Übergang von der Romantik des Stürmers und Drängers in die totalitäre Welt? Ist sie in der Energie der Jugend, im Elan vital des Henry Bergson? Wir zitieren D'Annunzios Gesang der Sonne. Schau, jung erwacht die blaugrüne Welt des Meeres im Hauch verjüngender Frühlingswinde. Talatal, talatal, aus dem jungen Herzen sollen jetzt fliegen, auf in die Höhe springen. Das ist erstmal schön und dithyrambisch sprudelnd,
bis die Grenze klar wird, die sich im Bezug des jugendlich Frischen und Intuitiven, die dem Faschismus inhärent sind, aber eben auch der guten Dichtung, hin zu der Glorifikation des nationalen, des vermeintlich goldenen, vergangenen Zeitalters, golden, aber nur im Ausschluss des anderen, sich in dieser Grenze ergibt. Und die unbeteiligte Natur wird zum Gebet des eigenen und ideologisch Überhöhten. O Meer, o Ruhm und Macht, du Italiens, aus deinen freien Fluten soll endlich blitzen, gehärtet wie der Stein des Feuers, auf in die Lüfte der Strahl der Jugend. Die Grenze ist überschritten, der Pfeil abgeschossen. Mit zwei Wörtern, mit der Macht und Italien, betet D'Annunzio die Natur als eine von Blut und Boden. Der Strahl der Jugend soll, so D'Annunzio, endlich blitzen, ganz im Sinne von Restauration und Reaktion. Dieser Blitz, dieses Gebet ist für den Krieg. Ich blitze nicht mit. Kann man D'Annunzio anders lesen als nur politisch? Man kann alles. Man kann, denn es gibt auch Gedichte in diesem von Hans Christian Günther übersetzten Band und eigentlich sind es die allermeisten, die sind herausragend, weil sie auch das Schicksal der Menschheit im Angesicht ihrer Endlichkeit reflektieren. Nur bleibt, wegen der militärischen Seitensprünge, trotz des offenbaren dichterischen Talents, ein fader Beigeschmack. Die Erde ist mir Todespein. Sieh, alles Licht ist drunten auf dem Meeresgrund, und überall ist dunkel nur. O Wunderbotin, Morgenlicht in tiefer Seel, ich stürze in den Abgrund mich. 2. Das ländliche Gebet, da Punt, wo D'Annunzio in den tödlichen Exzess taumelt und wortwörtlich starb er Kokain zerfressen, aus dem Fenster stürzend, ist Roberta da Punt bodenbehaftet und demütig. In ihrem Essay am Ende des im Folio Verlag erschienenen Bandes Nauz, das in ladinisch-deutscher Ausgabe vorliegt, unterstreicht sie die Wichtigkeit des Anschlusses an etwas Bestehendes, an eine Tradition und Brauchtum, wobei sie im Gegenteil zu dem Chauvinisten D'Annunzio gerade die Selbstverständlichkeit der Mehrsprachigkeit und das Wandeln zwischen den Kulturen als Angehörige der ladinischen Minderheit in Italien statuiert. Ihre Bezugnahme auf Tradition ist von ihrem Leben herrührend, da als Bäuerin lebend. Die bäuerliche Tradition erdet. Der klare Tagesablauf, die Vorgabe des Lebens durch eben die Natur und Naturgewalt, der Verzicht auf Überflüssiges, auf allzu Abgehobenes, wie man es auch in ihrer Sprache sieht, etwa im Lied am Morgen. Hastig frisst das Schwein am Trog, wird fett und gut. Das zufriedene Tier legt zu, seine Schwarte blüht auf. Heute Morgen nun ruft eine Stimme nach dir, und du trottest neugierig auf deinen Metzger zu. Das angesprochene Schwein wird geschlachtet, eine Tatsache, die nicht verklärt wird und bäuerliche Selbstverständlichkeit ist, prosaisch anmutende Genauigkeit und ein trockener Bauernhumor. Der Rüssel stöbert am Boden, durchwühlt Heu und Stroh, ein zärtlicher Klaps, ein Schuss, und du kippst in die Spreu. Das Blut gurgelt, die rote Spur versiegt im Schnee. Die Erhabenheit, das Blitzen und der Sturm kommen hier weniger aus den einzelnen brutalen, unmittelbaren und realistischen Akten, sondern aus dem Gesamtbild des Bauernlebens im Angesicht der konstanten Natur. Es ist ein beständiger Sturm und dann Windstille. Das Gebet ist ein stetes, immerzu fortdauerndes. Schweigend wartet der Metzger auf dich. Stirb, Schwein! Geharzt, die Borsten abgeschabt, liegst du in der Wanne. Aus dem Maul rutscht die Zunge. Armes Schwein hängt nackt am Haken. Heute Abend soll es Würste geben. Die ladinischen Originalverse sowie Schwarz-Weiß-Bilder der Schlachtung ergänzen das realistische Gefühl des Sich-vor-Ort-Befindens. Musikalisch klingt das Ladinische und gibt dem Profanen eine melodische Anmut. Da Punts Gebet ist eines des Wechsels von Tag zu Nacht. Im Gedicht Monolog etwa bittet sie: Werde Tag, mein Gott, die Nacht
neigt sich zum Ende. Das Gebet ist zyklisch eingebunden in die Arbeit, die Welt ist im Bauernhof. Es läutet zur Abendandacht. Heilsam sind die Gebete, Heu und Krumett zum Überleben. Und im Stall erwarten dich drei Kühe und ein Schwein. Drittens, das Gebet des Vororts De Angelis. Manche beten vorlaut und manche, indem sie dem Tagewerke nachgehen. Das war bisher der Fall. Milo De Angelis' poetische Stimme hingegen stellt sich als Folge permanenter Gedankenschübe dar, im Grenzgebiet zum Gebete wandelnd. Seine größte inhaltliche Differenz zu D'Annunzio und D'Appunt ist die wesentlich größere Unsicherheit. Weder spielt die Nation eine große Rolle, noch die zwingenden Gesetze der Arbeit im Hofe. Seine Monologe sind wie Lyrics von Großstadt-Punk-Bands. Komma zu Komma zu Komma geht sein Gedankenfluss. Abgehakt, abgehakt, Wahrnehmung knüpft an Wahrnehmung mit dem Wunsch nach etwas Höherem. Und unter dem Ozean paaren sich die Geschlechtszellen. Nichts Unwiederbringliches geschieht. Nur Schwämme kehren wieder und die Insekten füllten die Luft. Hier eine Färbung vom Perlmutt, ein Fels im Sand, die Schritte, hier die Mutter. Die Sehnsucht nach etwas Unwiederbringlichem ist gegeben. Objekte und Lebewesen wechseln sich ab. Der Angelus schwankt. Der Angelus treibt, der Angelus denkt haltlos. Im Kleinen zeigen sich die großen Wahrheiten, wenn es denn welche sind. Er ist sich nie sicher und er ist nie sicher an einem Ort befindlich. Eine Lage der Einsamkeit und Liebesgesten von vormals sind bloß noch Störungszustände. In einer seltsamen Zwischenklarheit, wie etwa bei den Akmeisten in Russland und in Dissoziationen inbegriffen, wie etwa oft bei Celan, wechselt der Angelus Sprache die Positionen. Du warst der Graben eines jeden Satzes, ein Sprung in die regungslose Brust. Farbenlos bist du hinabgestiegen in den Spiegel der einsamen Silben. Von einem alten Karussell bist du heruntergefallen. Schwerer Stern, schlafloses Wasser, Wundmal, das bleibt. Kuss, übersetzt von einem Dorn. Eins meiner Lieblingsgedichte stammt aus Italien. Genauer gesagt aus Turin, aus dem Jahr 1945 von Cesare Pavese. Vom Salze und von der Erde stammt dein Blick. Eines Tages hast du das Meer ausgelaugt. Alles verschließt du im Auge. Vom Salze und von der Erde hast du die Adern, den Atem. Du sammelst wie die Erde die Stöße und machst Leben daraus. Atem, der liebkost, Schweigen. Du bist versenkt wie das Meer, wie die Frucht einer Klippe und du sagst keine Worte und es spricht niemand mit dir. In dem Gedicht werden Bilder aus der Landschaft aufgegriffen und mit einem Du verglichen. Vielleicht das lyrische Ich in einem Selbstgespräch. Die Biografie von Pavese legt es nahe, dass das Gedicht einer Geliebten gewidmet ist. Nicht der Vergleich steht im Vordergrund, sondern das wechselseitige Verhältnis von der Person zur Landschaft. In zwei Aufsätzen erklärt Pavese sein gesamtes poetisches Programm wie folgend. Du hast bisher wirkliche Menschen evoziert, indem du sie durch ihre Ähnlichkeiten mit ihrem Boden verwachsen ließest, aber diese Ähnlichkeiten waren niemals selbst Gegenstand der Erzählung. Er reflektiert über eine Gattung, die einem Kurzepos nahekommt, die er aber Gedichterzählung nennt. Für ihn besteht der Ursprung jedes poetischen Schaffens in dem Bemühen, ein komplexes Gebilde fantastischer Beziehungen, aus denen die eigene Wahrnehmung der Wirklichkeit besteht, als autonomes Ganzes darzustellen.
In seiner Lyrik sieht er eine Beschwörung des zwar einsamen, aber auf fantastische Weise lebendigen Menschen, der durch das innere Bild innig mit seiner kleinen Welt verschmilzt. Und das ist für mich das Reizvolle an seinen Bildern. In dem Gedicht wirken beide, das Du und die Umgebung, wechselseitig aufeinander. Und es ist nebensächlich, welches wem übergeordnet ist. Es ist eine Verschmelzung von beiden miteinander. Der Blick stammt vom Salz und von der Erde, und das Du macht Leben aus der Erde. Die Person ist wie das Meer, und gleichzeitig hat sie das Meer ausgelaugt. Pavese hatte ein kurzes Leben. Er bewegte sich in antifaschistischen und linksorientierten Kreisen und wurde dafür 1935 verhaftet und nach Kalabrien verbannt. Während des Kriegs leisteten viele seiner Freunde Widerstandskampf. Nach dem Krieg lebte und arbeitete er in Turin. 1950 nahm er sich das Leben. In seiner Prosa lässt er sich von den Ereignissen des Zweiten Weltkriegs beeinflussen. So schreibt er in der Erzählung Träume im Lager. So lässt uns das Summen der Stille manchmal an einen Schrei denken, an einen so betäubenden Lärm, dass man nichts mehr hört. Hier ist das Motiv des Schweigens an das Nicht-Sprechen-Dürfen und Nicht-Sprechen-Können angeknüpft. Das Schweigen taucht in Paveses Gedichten wiederholt auf, mit unterschiedlichen Formen und Bedeutungen. Meistens als Ausdruck von Einsamkeit oder als Darstellung der Unaussprechlichkeit des Wirklichen. Das Wort gibt es nicht, das sich besitzen könnte oder versiegeln. Du bist die heisere Stimme der Felder, ein Schrei der verborgenen Wachtel, Atem, der liebkost, Schweigen. Und du sagst keine Worte und es spricht niemand mit dir. Und deine Augen werden ein leeres Wort sein, ein verschwiegener Schrei, ein Schweigen. Wir werden stumm in den Strudel steigen. Schweigen ist unsere Tugend. Einer unserer Ahnen muss sehr einsam gewesen sein, ein großer Mann unter Idioten oder ein armer Narr, um die Seinen so viel Schweigen zu lehren. So wie gute Feinde, die sich nicht mehr hassen, haben wir eine Stimme, eine Qual. All dies sagte er doch nicht italienisch, sondern in langsamer Mundart, die wie die Steine dieses Hügels so rau ist, dass 20 Jahre fremder Sprachen und Ozeane sie nicht zu brechen vermochten. In jedem neuen Kontext ändert sich die Bedeutung des Schweigens und somit auch die Bedeutung der Sprache zugleich. In den letzten Versen tritt eine unzerbrechliche Sprache hervor, die erhalten geblieben ist. Das Gegenteil von Schweigen. Ich erkunde die italienischsprachige Gegenwartslyrik mit Pavese im Hintergrund und finde vier Gedichte, die mich in ähnlicher Weise ansprechen. Davon lese ich Auszüge vor. Du kennst das Meer und das Salz, das korrodiert, sich in die kleinen Existenzen gräbt. Du wirst es brauchen, eines Tages, wenn du dahin zurückkehrst, wo du geboren wurdest. Dort wirst du die Dinge wiederfinden, in einer Stimme, verschwimmend, als wärst du nie weg gewesen. Ich habe einen vorübergehenden Knoten im Hals, der wohl Heimweh ist, jedoch secondhand. Vier Schichten unter der Piazza Matteotti. Die erste ist bedeckt von feuchter Erde, voller Moos und Zement. Der runde Ofen, in dem die Arbeiter ihre Baustoffe gebacken haben. Die vierte ist das unerschlossene Dunkel, die Senkrechte des Schweigens. Zähle die Quadratmeter, die unversehrt blieben, sagte er, das heile Geschirr trotz der fehlenden Wand. Die ganze Erdoberfläche ist unser Zuhause, sagte er, und von seinem Feuer erstrahlte der Lehm. Hier werden ähnliche Bilder evoziert. Lehm, Meer, Salz, Feuer, Gefühle von Sprachlosigkeit, Einsamkeit, Heimkehr. Einige Gedichte weisen ähnliche Einflüsse wie Krieg oder das Leben der Arbeiter auf. Konkreter lässt sich an Auszügen aus dem nächsten Gedicht erklären, worin der rote Faden für mich besteht. Doch unterbrechen wir die Anthologie und die Beschwörung des Herzklopfens. Geben wir exakt
die Fakten wieder und die Wörter, das steht in meiner Macht. Hier finde ich eine Reflexion über die unterschiedlichen Ausdrucksmöglichkeiten des Erzählens und der Lyrik, über die Pavese auch reflektiert wieder. Eine Reflexion über die Unaussprechlichkeit des Wirklichen mittels einer Verknüpfung des Gedichts mit der Form einer Erzählung. Und in dem nächsten und letzten Ausschnitt für heute erkenne ich das wechselseitige Verhältnis zwischen einem Ort und einer Person und die Reflexion über das Schweigen in der Form der Unaussprechlichkeit wieder. Mailand ist wieder stumm und unendlich, verschwindet zusammen mit ihr an einem dunklen und feuchten Ort, der auch ihren Namen aufweicht, in unser Blut einbricht, ohne Musik. Doch zusammen werden wir dann dieses Weinen, das ein Gedicht nicht hatte, sagen können. Jetzt siehst du es und auch ich sehe es. Wir sehen es, jetzt sehen wir es. Wir sehen es alle, wo wir gerade neu geboren werden. In einem Essay beklagte Dichter und Kritiker Paolo Ferraro den Niedergang der italienischen Lyrik. Sehr viele der heute entstehenden italienischen Gedichte seien, Zitat, leere Hüllen, leblose Linien, die wirken wie ein gerade noch wackelndes Elektrokardiogramm. Sie zeugen von würdevoller Gedankenlosigkeit. Diesem produktionsseitigen Abstieg entspricht ein Verlust der Bedeutung auf Rezeptionsseite. Überall haben die Dichter ihr öffentliches Gewicht eingebüßt, doch nur in Italien wurden sie zum Signum vergnüglicher Verachtung gemacht. So kommt Ferraro zum zynisch zugespitzten, geradezu tragischen Postulat: Die Dichtkunst muss vollkommen aufgegeben werden. Ist die Situation im deutschsprachigen Raum so anders? In einem jüngst in den Signaturen veröffentlichten polemischen Pamphlet unter dem Titel Grußwort zum Endbeginn des Lyrikbetriebs gelangt Konstantin Ames zu ähnlichen Schlüssen und zu einer äquivalenten Konklusion. Mir kann es mit dem Ableben der Lyrik gar nicht schnell genug gehen, gesteht er, denn Lyrik hat in der beschriebenen soziokulturellen Konstellation nichts mehr mit Kunst zu tun, sondern ist ein fast durchgängig verfilztes Kulturkapitalisierungsräderwerk. Auch Ferraro inkriminiert die Erosion künstlerischer Ideale bis hin zur bloßen Produktion im Dienste der Selbstvermarktung und des Narzissmus. Die Lyrik der italienischen Dichter ist nunmehr, Zitat, ein Appendix der eigenen Unterschrift oder schlimmer, des Herausgebers. Es scheint so, als würde das Gedicht nicht durch einen Anlass zum Schreiben entstehen, sondern andersherum. Der Anlass, es zu veröffentlichen, leitet es erst in die Wege. Aus diesem Status quo folgt für Ames eine paradoxerweise kaum anders als kapitalistisch zu bezeichnende Maxime. Wer nicht in der Lage ist, 4 Jahre ohne Staatskohle weiterzumachen, ist kein Dichter. In diesem Zusammenhang scheint es mir nun angemessen, hier einen Bericht über eine sich neu formierende Gruppe von Lyrikerinnen und Lyrikern einzuschalten. Hauses für Poesie zu einer Sonderausgabe von HFB3, dem Reportageformat für Lyrik. Mit Ihnen im Studio ist Alexander Estis. Heute stellen wir Ihnen eine neu gegründete Vereinigung vor, den Club der Quotendichter. Die Tische der Literaturverlage stöhnen unter der Last der zu prüfenden Manuskripte. Die Autorinnen und Autoren ihrerseits müssen derart lange auf die Beurteilung durch einen Verlag warten, dass sie in der Zwischenzeit vergessen, den entsprechenden Text überhaupt geschrieben zu haben.
Von dem überaus produktiven Schriftsteller Vierdunst sei mal gut, berichtet man, er habe auf die Antwort eines Verlages wartend so viele Romane verfasst und weiter eingesandt, dass der Verlag wegen erhöhter Lektoratskosten bankrottierte. Die Sprecherin des Lektorenverbandes Alexa Überflieg bemerkte jüngst in einem Interview gegenüber HFP3: Ja, also wir als Lektorinnen und Lektoren sind ja völlig überfordert. Eine Kollegin erzählte mir von wiederkehrenden Albträumen, in denen sie sich als Maulwurf durch endlose Manuskriptseiten wühlt, um schließlich unter einem über ihr einstürzenden Berg von Manuskripten zu ersticken. Also ich meine, wir alle lesen natürlich gerne, aber in solchen Mengen ist selbst gute Literatur kaum verdaulich, ganz zu schweigen von der zeitgenössischen. So die Sprecherin des Lektorenverbandes Alexa Überflieg in einem Gespräch mit HFP3. Viele Verlage sind heute dazu übergegangen, verkürzte Beurteilungsverfahren einzusetzen, um die Manuskripte etwa nach dem ersten und dem letzten Satz zu prüfen. In anderen Verlagshäusern kommen Fragebögen zum Einsatz, welche von den Autorinnen und Autoren auszufüllen sind. Meist muss man dabei lediglich zwischen vorgegebenen Antworten wählen, wie zum Beispiel bei der Frage nach der Textgattung zwischen A. Roman und B. Übriges oder Ja-Nein-Fragen beantworten. Würden Sie Ihr Buch kaufen, wenn Sie es nicht selbst geschrieben hätten, zum Beispiel? Diese Frage sondiert den erwartbaren Verkaufserfolg. Zuletzt stehen in der Regel noch ein, zwei Zeilen frei, um die Hauptaussage des Werkes einzutragen. Mithilfe dieser Prozeduren kann man zwar auf die unmittelbare Prüfung der Manuskripte verzichten, riskiert jedoch in der Regel Unsicherheiten in der Prognose. Insbesondere die Lyrik ist dabei betroffen. Diese folgt anderen Gesetzen als die erzählenden Gattungen und lässt sich mittels dieser Bewertungsverfahren nur unzureichend erfassen. Die Verkaufsbilanzen lyrischer Neuerscheinungen können seit vielen Jahren dabei nur noch als desolat gelten. Der neu gegründete Club der Quotendichter soll erstmals Lyrikerinnen und Lyriker institutionell organisieren, die sich in ihrem Schaffen bewusst an der zu veranschlagenden Erfolgsquote und damit der Verwertbarkeit ihrer Werke orientieren wollen. Diese Autorinnen und Autoren wollen ihre Produktion schonungslos und selbstkritisch nach dem Grad ihrer Tauglichkeit für erfolgreiche Verlegung und Vermarktung beurteilen. Zu einer strengen Analyse der Verwertbarkeit steht dem Club eine eigens entwickelte Formel zur Verfügung. Schriftgröße im Quadrat plus Anzahl aktualpolitischer Themenbezüge pro Gedicht plus pseudophilosophisch-postmodernistischer Verschwurbelungsgrad in Latour pro Vers plus Metaphernhäufigkeit dividiert durch deren Prägnanz plus durchschnittliche Dichte neudeutscher oder englischer Trendwörter minus Abiturnote im Fach Deutsch anzugebenen Punkten plus Integral aus demonstrativem Betroffenheitsgestus und absoluter Ideenlosigkeit plus 50 bis 500 Punkte auf der stilistischen Konformitätsskala mal Anzahl prominenter Kontakte oder Zahl am Literaturinstitut abgegammelter Semester. Ergibt prognostizierte Erfolgsquote. Diese Formel kann als das Credo des Clubs verstanden werden. Alle Mitglieder verpflichten sich dabei, nur Werke mit hinreichend hoch veranschlagter Quote zu publizieren. Auf diese Weise sichern sich die Mitglieder nicht nur ihr eigenes Einkommen, sondern tragen in eminentem Maße dazu bei, die Effizienz des Literaturmarkts zu steigern. Indem mittels prognostizierter Erfolgsquoten Lektoratskosten wesentlich gesenkt werden, können mehr verwertbare Bücher gedruckt, Auflagen vermehrt, der Absatz erhöht, kann also der Markt für Lyrik im Ganzen signifikant angekurbelt werden. Komplementär hierzu setzt sich der Club der Quotendichter dezidiert zum Ziel, abweichlerische, marktuntaugliche und damit verlegungsunwürdige Literatur schonungslos zu bekämpfen, deren Autorinnen und Autoren durch Ausschluss zu marginalisieren und literaturkritisch zu stigmatisieren. Der Mechanismus des Clubs ist im Übrigen völlig natürlich, weil vom Status quo abgeleitet.
Seine Institutionalisierung bedeutet also lediglich eine folgerichtige Verschärfung und Kodifizierung bereits etablierter, längst wirksamer Strukturen. Der Club der Quotendichter versteht sich zugleich als Bund der erfolgreichen und finanziell anspruchsvollen Autorenelite, als Interessensgemeinschaft Gleichgesinnter, die bereit sind, im Dienste des höheren ökonomischen und gemeinschaftlichen Zwecks gänzlich auf individuelle künstlerische Ambitionen zu verzichten. Wir bei der Redaktion von HFB3 wünschen den Quotendichterinnen und Quotendichtern viel Erfolg bei ihren Vorhaben. Mit Ihnen im Studio war Alexander Estis. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend. I am a root man, a man constantly seeking roots. I am a root man who circulates and attempts to establish connections and knowledge through the elements of nature, the landscape, and the environment. I am a man who turns himself into more and more of a tree, in a landscape of trees that become more and more manlike. I am a man who has learned to listen to trees, and I'm not in the least ashamed of this. After all, every poet is destined to turn himself into a tree. Italian poet Tiziano Fratus, alias Rootman, describes himself as a tree seeker and a dendrosopher, a word derived from the word dendrosophy, which is the name he has coined for his daily practice of meditation in the woods, inspired by Zen practices. He gives meditations, poetry readings, and Boscaese seminars, which are writing laboratories where participants are learning to develop woody or rooty language. Tiziano Fratus is an established poet, photographer, and an important voice in the literary ecological debate in Italy. Besides his work as a poet, he has written travelogues, meditation notebooks, novels, and handbooks. His work is widely published and translated into many languages. At the occasion of the World Poetry Day 2021, a PDF bilingual poetry collection was released and posted on his website. This collection, called Forest's Weaver, is composed of 54 poems, amongst which poems of his recent 2019 poetry collection, Poesia Creaturali. What does the poetry of a man turning himself into a tree through meditation look like? What does it sound like? Is it woody or rooty? Does it contain a shift in anthropocentric thinking? In what way does it resonate an ecocentric tone? A first look at the poems reveals a layout in the form of a tree or a seed. And indeed, the subtitle of the collection is called Poems in the Form of Seeds and Trees. This experimenting with centered layout poems in symmetrical forms goes beyond a mere playful way of editing the poems. It has the important consequence that the traditional left and right margin of the poem lose their power. And this influences not only the writing process of Fratus himself, but also the reading experiences of the readers. The usual expectations of rhyme, rhythm, feet give way to the construction of a vegetal form. The form dictates the variated length of the lines, and as a consequence, questions the freedom of our thoughts by revealing the rigid patterns based on our expectations. The regularity of the human breath is, so to say, interrupted by the organic growth process of the poem's form. The breath becomes a breath of growth
and the breath of dormancy, the seasonal life of a plant. We can see this in the first poem of the collection called Wandering Forest. There is a forest living inside me, a sung and endless silence, streams flowing and animals that run. I don't know who I am, the voices repeat. No, so chi sono. I don't know, I don't know who I am, yet I feel there is this world of fine weaving, living in a place without any border. Here in my chest, in my heart, in my mind, it settles in my hours of sleep and feeds, my hours of thought. This is why, when I go back to a real forest, I feel like I want to scream, to love as a mother who doesn't discern a son from another son would do. I am a forest who walks, a forest who roots in and roots out. A part of the collection is called Trees Around Auschwitz. The first two of these poems are in the form of a seed. They consider what happens in the soil around Auschwitz, the place where the roots of the trees meet the fallen and decaying human bodies of the Auschwitz victims. The suffering continues underground while birds chirp from the roofs of the trees. A baby girl with a tiny dead heart in papier-mâché wonders why nature is ignoring them. What underneath? The second poem, Half Faces, takes the form of a split seed. Again, the activities underground stand in contrast with the seemingly dormant trees, which are the visible parts above the ground. Half Faces. Some dared to move the roots below, the eyes to get closer. Others tried to help the earth to eat these broken bodies. The branches without leaves are blind, they stop seeing. This is why they say we fall asleep, but roots continue to hunt, to absorb, to organize. Nice. First comes the blood, then faces, shoulders. What underneath? And hands are left. What underneath? Halved, departed, hollowed. Those fields didn't produce during 12 calendars, being busy with moans 12,000 years. Both poems take the reader deeper and deeper underground to show the enduring dark consequences of Auschwitz. The seed is split as the bodies are broken. So is the language and the rhythm of this poem. The split rhythm of the language becomes even more apparent in the poem Two Souls, Two Seasons, a reflection on man's haste to get rid of his pain. You cannot extinguish pain, said the man with a cigar in his mouth, to the man reading a book entitled Extinguishing the Pain. No, you can't. A man can't even make the earth turn with his own strength. In fact, it rotates on its own. Man just has to wait for the fall of the leaves in autumn and rest up next spring. Here, the split rhythm of the language reflects the split personality. One voice rushing the healing process, while the other voice relies on nature's seasons. Whereas the semantics of Tiziano Frato's poems remain very human and mostly anthropocentric, often the messages are explicit, with a tendency to be slightly moralistic. The form of the poems results in a more ecocentric rhythm of the language. It would be interesting to see what would happen if this interrupted rhythm also invades the words and semantics of his poems more deeply.
L'uomo è rientrato in casa, rompendo il vetro con il gomito. Ha sistemato i tavoli e ha preparato un caffè alle donne che dormono in un angolo. Der Mann ist ins Haus zurückgekehrt. Mit dem Ellbogen schlug die Scheibe ein. Hat Ordnung gemacht und Kaffee gekocht. Heißt es in einem Gedicht übersetzt von Jan Konefke. Wissen Sie, was das ist? Eine Übersetzung? Ich meine, wie stellen Sie sich das vor? Sehen wir, wenn wir eine Übersetzung lesen, durch eine Sprache hindurch eine andere, durch einen Text hindurch einen anderen? Ich meine, sollten wir das sehen? Wäre die Übersetzung dann ihrem eigenen Ziel nach eine Durchleuchtung, eine Art Röntgenbild? Das übersetzte Gedicht also nur eine Oberfläche, der Rand eines Körpers, hinter dem sich das eigentliche, intime des Textes, sein originelles Innenleben, sein Original also, verbirgt? Der Mann kommt nach Hause zurück und schrottet erstmal das Fenster mit dem Ellenbogen, heißt es bei Ulf Stolterfoht, Übersetzung derselben Verse. It is easy not to think about translation. Immerhin taucht der Name der Übersetzerin meist nur am Rande des von ihr übersetzten Textes, am Rande also ihres Textes auf, fast so, als schäme sich jemand dafür. Wer aber schämt sich beim Übersetzen? Und vor allem, wofür? Das Buch, das ich in der Hand halte, räumt der Gestaltung nach mit dieser Scham auf. Die Maulposaune, Gedichte aus Italien, heißt der Band, in dem ich erst an einem Gedicht, dann an drei weiteren der italienischen Lyrikerin Carmen Gallo hängen bleibe oder an den deutschen Übersetzungen ihrer Gedichte, an Texten von Nancy Hünger, Ulf Stolterfoht und Jan Konefke also, die hier neben den Originalen abgedruckt sind, als seien sie, sind sie es etwa nicht, in irgendeiner Weise äquivalent. Denken Sie jetzt, was ist schon daran? Jemand hat ein Gedicht geschrieben und jemand hat's übersetzt. Ist doch klar, dass das nicht das Original ist. Ist halt was anderes, nicht mehr, nicht weniger, was anderes, das irgendwo dranhängt, das noch ein Anhängsel ist, eine kleine Selbstständigkeit, aber bitte nicht allzu groß, das eine Herkunft hat, ein Woher und trotzdem irgendwie mehr ist als das. Das also etwas untergräbt, etwas überlagert, etwas verdrängt und dass etwas zusammen, etwas hervorbringt, etwas anderes hochhält, Neues herausstellt. Abitarsi nelle mani e addormentarsi a poche bocche di distanza. Wie nähern Sie sich einem Gedicht an, das Sie nicht verstehen? Abitarsi nelle mani e addormentarsi a poche bocche di distanza. Einander in den Händen leben und schlafen. In freier Form gibt es einen Wind, der uns hört. Ich nähere mich, indem ich lausche. Der Text, den ich nicht verstehe, kommt mir auf andere Weise entgegen. Ich beginne dann, wie von allein, auf andere Weise Sinn oder Nähe herzustellen. Ich beginne zu übersetzen. A little art. Little als Ausdruck der feinen Unterschiede, auf die es ankommt, der je eigenen Aufmerksamkeit, von der alles abhängt, von der Delikatesse, wie Roland Barthes dieses spezifische Wahrnehmen nennt, und wegen der die Übersetzerin, die Dichterin, die Kritikerin nicht alle Dinge auf die gleiche Weise behandeln. Also, wie nähern Sie sich? Ich nähere mich dem Gedicht, indem ich seine Übersetzungen lese. Einander in den Händen leben und schlafen, nur wenige Münder entfernt unter der Borke, in freier Form gibt es einen Wind, der uns hört. Ich nähere mich der Übersetzung, indem ich sie lese wie ein fremdes Gedicht, das heißt, indem ich meinerseits anfange zu übersetzen, begreifbar zu machen im wörtlichen Sinne, was sich entzieht und was mich erreicht, meinerseits zu erreichen. Ricucire le schiene disperse in mare, le bocche lasciate aperte al sonno. Wenn ich mich frage, wie die deutsche Sprache für jemanden klingt, der sie nicht, wie man so sagt,
beherrscht, empfinde ich eine leise, fast neidische Sehnsucht, ein Gefühl des Mangels meinerseits, wo doch mein zwangsläufiges Verstehen eine bestimmte Weise der Wahrnehmung verhindert, als sei ich gegenüber der Sprache, die ich spreche, stets ein wenig blind, ein wenig taub, als könne ich sie nur noch mühselig wahrnehmen, durch akribische Arbeit an und mit ihr, durch das Lesen von Lyrik zum Beispiel. Als sei mir die deutsche Sprache längst auf den Leib gerückt, oder ich ihr. Das Meer flickt die Verstreuten zusammen. Ihre Münder bleiben im Schlaf geöffnet, von einem Meer zum anderen verkleben die Einzelheiten. Ich bleibe hier hängen, es gefällt mir. Vielleicht, weil Nancy Hüngers Übersetzung die Trennung zurückgibt zwischen mir und der Sprache, weil sie also Lyrik ist, würde ich sagen, und ich hier lesen kann, als hätte ich nie gelesen, als hätte ich diese Sprache noch nie gehört, noch nie gesehen, als dürften mir meine Sinne noch einmal wachsen. Das Meer flickt die Verstreuten zusammen, und plötzlich bin ich bereit, alles zu tun, um die Fremdheit in der eigenen Sprache noch einmal zu wagen, noch einmal wahrzunehmen, was das eigentlich ist, dieser aus Sprache gemachte Körper, der vor mir steht, um mich herumschwebt, mir ins Ohr geht, unter die Haut. Im Deutschen fällt man ein Urteil. Heißt das wie ein Baum? Oder fällt bei jedem Urteil immer irgendwas irgendwo runter, geht unter? Was für das Übersetzen gilt, dass es das Ergebnis, der Zwischenstand einer spezifischen Lektüre ist, gilt vielleicht auch für die Kritik. Auch sie übersetzt eine Lektüre entlang eines Gefallens in eine Beobachtung, in ein Urteil und expliziert damit, was in jeder Lektüre bereits vorhanden ist. Eine spezifische, wenn auch uneingestandene Delikatesse. Der Gegenstand bleibt dabei nicht unangetastet. Aber ob er auch gleich gefällt werden muss, beschädigt, ohne dass wie bei einer Übersetzung etwas Neues entsteht? Was wäre das? Die Entschädigung der Kritikerin gegenüber ihrem Gegenstand. Ich meine, wissen Sie, was das sein könnte? Eine Kritik? Bestimmt lässt sich von guten und schlechten Übersetzungen reden, wie von guten und schlechten Gedichten. Doch bei jeder Übersetzung geht etwas verloren, wird etwas gefällt. Mich interessiert aber viel mehr, was entsteht. Das kann dann immer noch vor Gericht gezerrt werden. Hat es sich zu weit aus dem Fenster gelehnt, ist es dem Original fremd gegangen? Einander in den Händen leben und schlafen. Das gefällt mir. Als Teil eines eigenständigen Textes gelesen, das gefällt mir. Ich halte mich am Gefallen auf. Was auch immer dabei hinunterfällt, untergeht, ich halte mich auf. Nur für den Zwischenbericht. Aber ich kann nicht anders. Because there are deep pleasures in translating, schreibt Briggs. Because there are also pleasures in criticizing, I have to admit. Deswegen dieses Mal dieses Kreisen, ausgebrochen von Texten, die immer noch um mich herumschweifen. Ich kann sie nicht fassen, kann noch nichts fällen. Vielleicht belasse ich es dabei, vielleicht komme ich noch dazu. Vielleicht braucht das Urteil manchmal einen Umweg, vielleicht brauche ich dieses Mal einen Ausweg. Der Mann kommt nach Hause zurück und... Vielleicht lesen Sie, vielleicht wissen Sie, was es ist, das Urteil über diese Gedichte. L'uomo è rientrato in casa. Das war ja wirklich anstrengend. Boah, ich glaube, ich brauche wirklich Lyrikurlaub. So viel Kritik schlägt einem echt zu Gemüt. Die ganze Akademie für Lyrikkritik hat mich geschafft. Ich glaube, die brauchen alle Urlaub. Wo macht man jetzt Urlaub nach der Kritik? Die ganze Zeit so kritisch sein und im Sommer sind die ganzen deutschen Poststrukturalisten und die seriösen Ironiker
noch so viel schwerer. Obacht! Nicht verzagen! Jetzt nach der Interpretationsperiode ist Lyrikurlaub in Italien der heiße Tipp. Lyrikurlaub in Italien? Wirklich? Hey, wieso sind Sie in meiner Küche? Wie kommen Sie hier rein? Ganz genau. Leicht verdauliche Lyriktradition, die bis in die Antike reicht. Einfach zu bestaunen, keine Interpretation, keine Kritik notwendig. All intrusive. Keine Interpretation notwendig? Traumhaft. Das ist ja traumhaft. Es ist sofort alles da im Gedicht. Metaphern, die keine Metaphern sind? Wahnsinn. Aber wofür dann in den Lyrikurlaub und dann auch noch Italien? Kriege ich da überhaupt ein anständiges Jägerschnitzel? Selbstredend. Die leichte Bekömmlichkeit Italiens ist allen bekannt. Heidewitzka. Und kann ich dort Artikel im Muster der Deutschlandflagge kaufen? Als Touri sollte das mein gutes Recht sein. Zum Beispiel Interpretationsschutzmasken? Aber nur, wenn Sie sie auf Italienisch oder Latein bestellen. Na, nicht mutlos werden. Verbringen Sie einen atlantischen Tag. Bei Patrizia Cavalli ein unvergesslicher Shorttrip. Sie werden ganz verändert zurückkommen. Sie erwartet eine Lauerfriede bei hohem Lichte und Stimmen von kleinen Mädchen wie alten Männern. Na, ist das nicht was? Kleine Mädchen und alte Männer? Suche ich eigentlich zu vermeiden, wenn ich in den Urlaub fahre? Verlieren Sie nicht die Fassung. Sie werden sich so in das wechselhaft laue Wetter und die Stimmen einfügen, dass Sie sich dematerialisieren, geradezu evaporieren und böse Nachrichten erst daheim empfangen. Haltet ein! Was für böse Nachrichten! Atmen Sie erstmal durch ein hohles Ei, um sich zu beruhigen. Fahren Sie nicht dafür in den Urlaub, um sich dann daheim zu ärgern? Stopp! Sorb! Ich merke gerade, Italien liegt gar nicht am Atlantik. Wir wollen doch jetzt nicht kritisch werden oder mit Interpretationen beginnen. Nein, nein, nein. Schließlich kommen Sie auf diesem Short-Trip einer Insel näher, einer dunklen Insel, vielleicht ein Biergarten, in dem es Becks und Carbonara als Sahnesoße gibt, vielleicht aber auch eine Liebschaft, wer weiß. Im Grunde ist jede Insel mit dem Atlantik verbandelt. Das ist doch alles Quatsch. Dann ist nichts Quatsch. Bitte, was sagen Sie? Na, alles ist nichts. Was meinen Sie? Lyriktourismus ist doch die Heilung, die Ihr Übel schon innehat. Was ist das denn dann für eine Heilung? Sehen Sie mal, wenn ich Ihnen nur Gutes andrehe, dann ist alles gut. Dann ist nichts gut. Alles eine Frage der Graduierung. Wenn alle Lyrik gut wäre, wäre keine es. Aber ich möchte mich nicht auflösen im Lyrikurlaub. Ich fürchte das, was Ihr Kurztrip verspricht. Der Fachmann nennt es Short-Trip. Und wie schade. Wobei Deutsche im Urlaub so gerne aufgelöst sind. Ich habe da noch ein Angebot für Sie.
eine langwierige Sightseeing-Tour durch die Geschichte im Durchlauferhitzer. Lyrikurlaub Porta Westfalica von Valerio Magrelli. Porta Westfalica? Das klingt aber schön italienisch. Das ist in NRW. NRW? Ist das in Triest? Nordrhein-Westfalen. Ach, schade. Verlassen Sie die Höhle, ohne schwarz zu sehen. Resignation mit offenen Augen lasse ich nicht walten. Bei der Porta Westfalica werden Sie die Varusschlacht nachspielen können. Mit einem italienischen Guide, der sich sofort von Ihnen überwältigen lässt. So, dass bei Ihnen diese Fiktion Lust auf spontane Nationalgründung weckt. das nehme ich. Mit extra Käse, bitte. Das klingt spannend. So stelle ich mir Lyrikurlaub vor. Und da setze ich noch ein Hahnengekreisch auf das Krähengekreisch obendrauf. Denn je ein Bismarck und ein Kaiser Wilhelm Cosplayer werden auch vor Ort sein und Ihnen ein volles, absolutes Geschichtserlebnis bereiten. Oh, unglaublich! Bismarck, Kaiser Wilhelm als Cosplayer? Oh, wie grandios! Wir Deutschen lieben Geschichte einfach. Ebenso wie Manuel. Wer ist denn Manuel? Ihr italienischer Guide, der bereits da war. Gut, dass er schon da war. Dieses Urlaubskompakt-Vollpaket beinhaltet ebenfalls eine Wartetour auf Manuel, ihren wissentlichen Guide. Und das auch noch mit laufendem Taxometer und fortwährender Ungewissheit. Dann sehe ich ja gar nichts. Und Sie sehen alles. Alles. Sehen Sie, am Ende wissen Sie weder, ob Manuel da war, noch ob Sie überhaupt da waren. In dem verblüffend hübschen Geotop Porta Westfalica. Also zugegeben, mir gefällt nichts von dem, was Sie mir in den letzten Minuten erzählt haben. Nichts davon sagt mir zu. Also sagt Ihnen alles zu. Nichts, nein, nichts sagt mir zu. Alles ist nichts. Ihre Interpretation ist jenseits allen Nihilismus. Weil es keine Interpretation ist, mein Herr. Das ist ja Lyrikurlaub. Wir wollen doch jetzt nicht anfangen, kritisch zu werden. Mir reicht es. Vielleicht reise ich ja ins entspannte Klima russischer politischer Lyrik. Da scheint wenigstens die Sonne. Nur wenn Ihnen in der Matrix der Hirntod bescheinigt wird. Na gut. Aber dann reise ich vielleicht einfach ins Vereinigte Königreich. Gerade nicht auf Lager. Pardon. Ihnen zeige ich's noch. So werde ich eben Lyrikurlaub in Schweden machen. Denn dort soll es Symposion gleich zugehen. Schlemmerei und Schwatz gibt es da. Doch nur, wenn Sie bereit sind für kritische Urteile jenseits der wissenschaftlichen Epistemologie. Ach ja, und Schwedisch wäre hilfreich. Sprechen Sie Schwedisch? Schloss aus. Es reicht mir mit Lyrikurlaub. Basta! Ich fahre einfach nach Polen, da spreche ich die Sprache und vielleicht auch ans Baltische Meer, wo ich keinen atlantischen Tag haben werde, wo niemand auf mich warten wird und ich mich trotz Touristen selbst finde. Auch ohne Porta Schmorta. Vergessen Sie nicht, Ihren Taufschein einzupacken, der öffnet Tür und Tor.
Es ist zudem sehr windig zu dieser Jahreszeit in Polen. Vergessen Sie Ihre Kapuzenjacke nicht. Ich, mein Herr, reise mit Klärwerk. Ich reise immer nur mit Klärwerk. Ich wünsche der gesamten Akademie für Lyrikkritik einen wunderschönen Lyrikurlaub. Hoffentlich bis bald. Grazie mille, vielen Dank. Wissen Sie, was das sein könnte, eine Kritik? Hat Lille Tiefenbacher heute gefragt. Die Antwort, die Sie auf diese Frage vielleicht geben würden, dürfte vielschichtiger geworden sein durch die Videolyrikkritiken von Noha Abdelrasul, Alexander Estes, Ricarda Veit, Marielle Matte, Regina Menke, Mai Mergenthaler, Martin Pieka, Szafak Czericzek, Erik Schumacher und Lilith Tiefenbacher, die heute und in den vergangenen Monaten präsentiert wurden. Ich danke den TeilnehmerInnen für ein spannendes halbes Jahr an Diskussionen, Lernerfahrung und Spaß. Dank auch an Roberto Galaverni und Theresia Prammer für den lehrreichen Workshop, an Look Productions für die exzellente Zusammenarbeit, ans Team vom Haus für Poesie, an die Unterstützung durch das italienische Kulturinstitut Pro Helvetia und an den Hauptstadtkulturfonds, aus dessen Mitteln die Akademie für Lyrikkritik gefördert wird. Im Herbst wird es weitergehen. Mit Ihnen im Freiluftstudio war Asmus Trautsch. Vielen Dank fürs Zuschauen und einen schönen Abend und einen schönen Lyrikurlaub. Ci vediamo! Thank you.